Mutter ist nicht da, sie sollte aber jeden Moment eintrudeln und ich möchte sie heute mit einer tollen Bastelidee überraschen. Seid ihr dabei? Hey liebe Bastelfreunde, willkommen bei Tobi Lotta. Ja, ihr fragt euch wahrscheinlich, wo Lotta ist. Lotta ist nicht da, sie ist gerade in der Schule, aber sie sollte bald wieder zurück sein. Als ich hier gerade die Stifte gesehen habe, hatte ich eine tolle Idee. Wir werden heute nämlich eine kleine Überraschung für Lotta basteln. Aber pst, ihr dürft noch nichts verraten. Wir werden nämlich einen XL-Bleistift basteln. Für den XL-Stift braucht ihr eine leere und gesäuberte Chipsdose mit Deckel. Am besten eignen sich die Pringles-Chipsdosen, die kennt ihr wahrscheinlich alle. Dann braucht ihr Buntpapier in Gelb. Und jetzt ist es wichtig, dass ihr eure Chipsdose ausmesst. Und zwar einmal die Länge und den Umfang. Und diese Masse überträgt ihr dann auf euer Buntpapier. Capisci? Ich weiß, das mag jetzt alles mega kompliziert klingen, aber versprochen, es ist einfacher, als es klingt. Dann braucht ihr braunes Papier, die Länge und die Breite spielt hier keine Rolle. Rosarotes Papier, daraus habe ich schon einen Streifen ausgeschnitten. Die Länge ist genau gleich wie der Umfang der Chipsdose und die Breite 5 cm. Dann braucht ihr ein Stückchen schwarzes Papier, die Länge und die Breite spielt hier auch keine Rolle. Zielbürgiges Effektpapier und falls ihr das nicht habt, könnt ihr auch Alufolie nehmen. Hier habe ich eine Länge von 7,5 und eine Breite von 2 cm. Dann braucht ihr Klebestick, Flüssigkleber, den Flüssigkleber könnt ihr auch durch Heißkleber ersetzen, geht viel schneller, einen Filzstift, eine Schere und einen Bleistift. Noch ganz kurz zusammengefasst, ihr braucht also einmal die Länge der Chipsdose und einmal den Umfang zu messen. Und den Rest erklärt sich von alleine. Bleibt auf jeden Fall dran, denn ich zeige euch jetzt, wie einfach das geht. Und übrigens, falls ihr noch mehr Back to School DIYs sehen wollt, dann schreibt mir das in die Kommentare. Und wenn ihr mehr Chipsdosen-Hacks sehen wollt, dann schreibt mir das ebenfalls in die Kommentare. Daumen hoch, falls euch diese Art von Videos gefallen. Und abonnieren nicht vergessen. So, let's go. Als erstes kleben wir das gelbe Buntpapier einmal komplett um die Chipsdose. Deshalb habe ich euch vorhin die Maßen angegeben. Das Papier muss nämlich genauso lang wie die Chipsdose sein und mindestens einmal um die Chipsdose gewickelt werden können. Also wie ihr hier sehen könnt, habe ich das Buntpapier mit Klebestick an der Chipsdose angeklebt und mein Papier passt hier locker einmal ganz um die Chipsdose. Denselben Schritt wiederholen wir dann mit dem rosaroten Papierstreifen. Auch der wird einmal komplett um die Chipsdose gewickelt. Wichtig dabei ist, dass ihr den Streifen dorthin klebt, wo die Öffnung der Chipsdose ist. Das Ganze mache ich dann auch mit dem silbrigen Effektpapier. Falls ihr kein silbriges Effektpapier habt, könnt ihr übrigens auch ein ganz normales Druckerpapier nehmen, das Druckerpapier mit Alufolie bekleben und daraus einen Streifen ausschneiden. Während das Ganze trocknet, können wir den Spitz des Bleistiftes basteln. Dazu nehmt ihr euch das etwas größere braune Stückchen Papier, legt einen runden Gegenstand drauf, ich habe mich für einen Pappteller entschieden, zeichnet die Umrisse nach und schneidet das Ganze dann aus. Und denselben Schritt wiederholt ihr dann mit dem kleineren schwarzen Stückchen Papier, auch da legt ihr einen runden Gegenstand drauf, ich habe hier einfach eine Schale genommen, zeichnet die Umrisse nach und schneidet dann beide Kreise aus. Aus beiden Kreisen müssen wir jetzt eine Art Trichter oder Tülle basteln. Und dazu faltet ihr beide Kreise zweimal zur Mitte, wie ich das hier mache. Und somit habt ihr dann einen Anhaltspunkt, wo ihr das Ganze schneiden müsst. Seht ihr das? Ich schneide dann einfach circa ein Viertel ab. Schaut mal, dann könnt ihr das einfach in sich zusammenrollen, wie ich das hier gerade mache, und schon habt ihr eine Art Trichter geformt. Und genau diese Form brauchen wir für den Spitz des Bleistiftes. Falls ihr ungerade Ebenen habt, dann könnt ihr die einfach wegschneiden bzw. alles schön gerade schneiden. Denselben Schritt wiederholt ihr dann mit dem schwarzen Kreis, nur mit dem Unterschied, dass ihr den direkt am ersten größeren Trichter ankleben könnt. So wie ich das mache, so wie ihr das seht. Ich hoffe, ihr versteht mich, wie ich das erkläre. Es ist nicht immer mega einfach, aber ja, ihr könnt das zum Glück sehen, wie ich das mache.
Die Tülle oder den Trichter klebt ihr dann mit Hilfe des Heißklebers oder des Bastelklebers auf den Boden der Chipsdose. Seid bei Heißkleber jedoch vorsichtig, denn der ist wirklich heiß. Das sage ich immer wieder, aber ich habe mir schon so viel mal die Finger verbrannt. Aua, das tut echt weh. Wenn ihr wollt, dann könnt ihr noch einen kleinen Streifen schneiden in Wellenform und das dann ebenfalls ankleben. Das sieht dann so aus, als hätte man den Stift gespitzt. Zum Schluss könnt ihr hier und da noch ein paar Dekorationen oder eine Schrift einzeichnen und fertig ist dann euer Stift. Oder euer XL-Stift, sollte ich sagen. Und darin könnt ihr dann Bastelsachen, Schulsachen, Stifte oder was auch immer verstauen. Hallöchen, ich bin wieder da. Ja, hallöchen, liebe Lotta. Schön, bist du wieder hier. Na, wie war die Schule? Es war super, außer dass Sophie, meine beste Freundin, krank ist. Und ich habe sie heute so sehr vermisst. Lotta, nein, 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 nicht traurig sein. Schau mal, ich habe eine Überraschung für dich. Wow, das ist schön und cool. Ja, danke schön, aber weißt du, was das ist? Ja, das ist ein großer Stift. Ja, liebe Lotta, genau, das ist ein großer Stift. Und darin kannst du Stifte aufbewahren. Dankeschön. Und ich bin mir sicher, liebe Lotta, mit diesem XL-Stift werden dich alle deine Mitschüler und vor allem auch deine beste Freundin Sophie bewundern. Das ist ein so tolles Geschenk. Bastelt euch doch auch so ein XL-Stift. Ihr habt es ja gesehen, ihr braucht eigentlich gar nicht so viel Material und es macht auf jeden Fall Spaß. Daumen hoch, falls euch diese Bastelidee gefallen hat und vor allem abonnieren und auf die Glocke klicken nicht vergessen. Es ist gratis und somit verpasst ihr sicherlich versprochen keine Videos mehr. Ja, dann sage ich tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss, liebe Bastelfreunde. Bis bald. Tschüss. Teilt doch meine Bastelvideos auf Social Medias, auf Facebook, Instagram und so weiter mit euren Freunden weiter. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und so würdet ihr mich auf jeden Fall auch unterstützen. Gratis abonnieren und auf die Glocke klicken. Und wenn ihr wollt, dann seid doch auch das nächste Mal wieder dabei. Tschüss.